der letzten Episode. Hey. Alter. 100 Meter. Ach du Schande. So weit. Da ist wieder was umgestürzt. Verdorbenes, ne? Das geht man bestimmt mit. I should take some clothes off. Das bringt auch nichts, Junge. Das bringt hier gar nichts. Wir können durch den Wald gehen, das bringt nichts. Wir können Wasser trinken, das bringt nichts. Wir können dich ausziehen, das bringt nichts. Also. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Medieval Dynasty in Episode 4. 27 Meter haben wir dort. Wieso? Was haben wir? Ach, Udigos. Nee, warte mal. Alwins Geschichte. Warte auf den nächsten Sommer. Zuneigung einer Frau. Das können wir gar nicht favorisieren. Okay. Das ist Dobrunjega, mit der werden wir vielleicht nichts anfangen. Edwin. Evalda. Oder so. Der ist gerade im Gespräch. Hey Junge. Hallo Razimir, lebst du dich langsam ein? Ja, allmählich. Bisher ist es mir hier gut ergangen. Das ist wundervoll, Razimir. Aber du kommst zu einem schlechten Zeitpunkt. Meine Pflichten als Kastellaner warten mich natürlich. Ich verstehe, alles in Ordnung. Ja, alles ist, ich weiß nicht. Wenn ich ehrlich bin, es hat einen Mord gegeben. Ach du meine Güte, ich dachte, so etwas passiert hier nicht so oft. Weil es das nicht tut. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Schauplatz des Verbrechens und befrage die Zeugen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Vergiss nicht, es gibt kaum aufrechte Menschen. Wahrscheinlich. Ich habe einmal einen Wunderheiler getroffen, der sich auch häufig darüber beklagt, dass bei ihm niemand mehr steht. Ein Heiler, der sich selbst nicht heilen konnte? Ich bin sicher, er hat ansonsten hervorragende Arbeit geleistet. Spaß beiseite, Razimir. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ich kann dir im Moment keine weiteren Geschichten erzählen. Aber ich denke, dass es jemanden gibt, den du treffen solltest. Sein Name ist Sambor. Er war einer von uns, von der Meute meine ich. Meinst du das ernst? Und er lebt hier im Tal? Das ist richtig. Eigentlich tun sie das alle. Hier, ich habe Sambors Haus auf deine Karte eingezeichnet. Du solltest ihm einen Besuch abstatten. Großartig, ich mache mich sofort auf den langen Weg. Aber sei vorsichtig, Sambor freundlich zu nennen. Das wäre, als würde man es als angenehm bezeichnen, wenn man an einer höchst empfindlichen Stelle von einer Biene gestochen wird. Oh, ich bin sicher, dass du übertreibst. Er gehört immer zu Memento. Sag später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Dann mache ich mich mal auf den Weg. What a scorcher. Mhm. 723 Meter in die Richtung, echt? Toll, da kommen wir ja gar nicht drüber, oder? Hm. Müssen wir echt drum herum laufen? Ach, in dem Dorf, okay. Ja gut, ist ja easy. So. Vielleicht können wir noch ein paar Messerchen verkaufen. I'm boiling. Niemand kocht hier, Junge. Siehst du uns kochen? Wir kochen überhaupt nicht. So. Gibt's ja auch Steine. Das ist kein Stein, okay. Das ist eine Krähe. Okay. So, jetzt schauen wir mal. Da vorne sieht es doch nach Stein aus. Bin mal gespannt, ob da überhaupt irgendwo eine Frau sagt, oh ja, mit dir möchte ich gerne einziehen. Du beschwerst dich über alles. Und zwar ständig. Halt, hier war ein Stein. So, dann schauen wir mal. Nein, das war die falsche, die Q-Taste. I'm boiling. Ich wüsste nicht, wie ich da mehreres auswählen kann.
Technologie. Du hast genügend Technologiepunkte gesammelt, um die Werkstatt freizuschalten. Die haben wir doch schon freigeschaltet. Letzten Episode. Je mehr Gegenstände du herstellst, umso eher erhältst du Zugriff auf Gebäude, die es dir erlauben, bessere und haltbare Werkzeuge herzustellen. Vergiss nicht, dass du die Tutorials... Ja. Wenn ich hier drüber gehe, ich habe Ausrüsten, Fackel, Baumenü. Ich wüsste nicht, mit Rechtsklick komme ich wieder eins zurück. Es hieß, dass man mehrere Sachen gleichzeitig bauen könnte. Ich habe das Gefühl, ich baue das alles separat hintereinander. Okay. Können wir das nochmal machen? Es fehlt uns ein Stein. Das könnte man dann aber machen, tatsächlich. Ja, kann den Jungen leider auch nicht derweil bewegen. Gut. So. Und wo wir schon dabei sind, halt gehen wir ins Inventar. Mehr Fleisch essen. Wie war das? 14. Kannst du noch eins essen? Junge, du bist echt so ein... Schon so ein kleiner Fresser. Da reicht so ein Hirsch auch nur. Oder ein Reh. Auch nur im Prinzip... 3 Tage. Ich will jetzt nicht von Jahreszeiten reden. Wie bitte was? Weil du Steine aufgelesen hast, echt? Das ist ja der Hammer. Das waren 2 Stück, okay. Das waren 3 Stöcke. Ja, dann bauen wir doch ein Messerchen. Oh, ich hab's gebaut. Ein Stock brauchen wir noch. Gut, das kriegt man hin. Genau. Die verkaufen wir alle. Das ist übrigens gar nicht hier, lustigerweise. Ja, das ist da oben irgendwo im Wald. Ist mir egal, ich verkaufe jetzt trotzdem. Warte, da oben ist er, genau. Hallo. Hello there. Zeig mir mal deine Ware. Ich habe Steinmesser. 5 Stück, 2,5, was? F. Okay, so richtig viel hat das jetzt nicht gebracht. Aber gut. Pro natürlich, das ist klar. Holzstamm. Ach, die wiegen 10. Ja, okay. Kriegen aber kaum... Ich glaub, ihr verkaufen die. Das ist inventartechnisch dann doch besser. Was hast du denn? Dung? Dann nehme ich doch gleich mal 20. Nö, passt. Wer verkauft dir eigentlich Romantik? Entschuldigung, ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner, aber ich habe gehört, dass die Reisen am Lagerfeuer oft noch zu haben sind. Good luck. Ja, kein Interesse, danke. Die am Lagerfeuer. Echt? Am Lagerfeuer? Zu haben? Also das ist dann, so hat man das früher gemacht. Man hat sich halt als Lagerfeuer gesetzt und gesagt, hier, ich bin rollig. Oh, da kommt jemand, der schmeckt schon auf den Berg hoch. Der wohnt mitten im Wald. Diese Beeren, die haben einiges an Geld gebracht, tatsächlich. Ja. Und zur Not kann man sie auch essen. Ich muss gleich mal gucken, wie viel das hier schon wieder gewichtstechnisch ist. 3,75, also da geht noch was zu Deutsch. Es
scheinen auch Blaubeeren zu sein. Oh. Oh, so viele Blaubeeren, um Gottes Willen. Okay. Tollkirsche, was? Nee, das waren Zweige. Tollkirsche. Okay. Interessant. Wolf. Dane, it's hot. Andere Pilze habe ich jetzt lustigerweise noch gar nicht gesehen. Hallo. Hey. Gib mir mal. Hä, wir hatten noch zwei. Bist du da schon durch, echt? Gott. Hey Junge, du hast hier Wölfe, echt? Sambor. Du hast dich wohl verlaufen, Junge. Tut mir leid, ich wollte dich nicht. Ah. Warte mal, schau mich an und hör auf zu zittern. Aha, schwarz und blau. Du bist mit Jordan verwandt, nicht wahr? Ja, mein Name ist Razimir, dann musst du Sambor sein. Und woher willst du das wissen? Ich habe mich mit Unigost unterhalten. Er hat mir gesagt, dass du auch zu mir Memento gehörst hast. So, bitte, was habe ich gehört? Der Meute, die mir mit Unigost und Jordan. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen so bescheuerten Namen gehört. Oh, tut mir leid, vielleicht habe ich mich geirrt. Mir wurden die glorreichen Fünf genannt. Meine Güte, das ist eindeutig schlechter. Das ist doch ein viel besserer Name. Da hast du verdammt recht. Das liegt daran, dass er von mir kommt. Jeder hat ihn geliebt. Keine Ahnung, warum Unigost dich diesbezüglich angelogen hat. Er war sicher nur neidisch auf deine Kreativität. Ha, natürlich war er das. Und nicht nur darauf. Wie dem auch sei, ich würde gerne ein paar Geschichten über meinen Onkel hören und über die Abenteuer der Meute. Was für ein glücklicher Zufall, denn ich würde unglaublich gerne meine Zeit damit verbringen, an einem knisternden Feuer zu sitzen und Geschichten von früher zu erzählen. Ja, wirklich? Nein, verlass mein Grundstück und vergiss, wo es ist. Ach komm schon, es dauert auch nur einen Augenblick, sogar nur den Augenblick eines Augenblicks. Sag mir nur, wie war mein Onkel so? Wie bist du zu einem Mitglied von den glorreichen Fünf geworden? Und was habt ihr überhaupt gemacht? Du weißt nicht, was wir gemacht haben? Unigost ist noch nicht dazu gekommen, es mir zu sagen. Ach, was soll's auch. Aber sei still und versuch zumindest etwas weniger anstrengend zu sein. Womit soll ich anfangen? Richtig. So fing natürlich alles damit an, dass Jordan von zu Hause wegging. Er war damals 18, wenn ich mich recht erinnere. Dieser gerissene Schurke war schon immer eine zu große Nummer für seinen winzigen Geburtsort. Und das wusste er auch. Suchte das Weide, sobald er konnte. Aber wenn du so jung schon so gewieft bist, dann bedeutet das auch zwei andere Dinge. Du bist hochnäsig und hitzköpfig. Sein Plan war es, auf ein großes Abenteuer zu gehen. Das ist alles sehr detailliert, nicht wahr? Ein Weg wie dieser ist mit den Skeletten-Yoga-Idioten gepflastert, aber Jordan war keiner von ihnen. Egal. Er wanderte tagelang. Tage wurden bald zu Wochen und seine Vorräte zu Staub. Er war als Jäger völlig unbrauchbar, jedenfalls damals. Also waren Beeren und Pilze alles, womit er sich versorgen konnte. Offensichtlich brauchte er Münzen. Er kam an einen Gutshof vorbei, der von einem Meer aus Apfelbäumen umgeben war. Jordan beschloss, sich dort anstellen zu lassen. Eine Woche wahre Knochenarbeit verbrachte er dort. Seine Hände waren voller Blasen, seine Haut rot von der brennenden Sonne, seine Knie pochten vor Schmerz. Ich muss schon sagen, du bist wirklich ein großartiger Geschichtenerzähler. Das hatte ich gar nicht erwartet. Und so, willst du, dass ich fertig erzähle? Wo war ich? Ach, richtig. Er war erschöpft von der anstrengenden Arbeit. Spazierte zum Gutsherrn mit einem Lächeln im Gesicht, um sich eine Bezahlung abzuholen. Jordan war schon allein von der Vorstellung davon satt, was er sich alles an Köstlichkeiten kaufen würde. Und dann zerschlug die Hand dieser Apfelbaumfürsten all die schönen Träume, indem sie ihn lediglich mit ein paar wirklich lausigen Münzen abspeiste. Jordan war außer sich. Das war nur ein winziger Teil der Bezahlung, die er hätte bekommen sollen. Er schrie den Kerl an, verlangte Gerechtigkeit, aber Arbeiter waren nichts als Fliegen für den. Abstoßend ersetzbare Insekten. Und was machst du mit einer Fliege, die zu laut summt? Die Hände des Apfelbaumfürsten schlugen von beiden Seiten gleichzeitig gegen Jordas Ohren mit so viel Kraft dahinter, wie sie ein Ochse hatte. Jordan fiel betäubt zu Boden und die Wachen des Apfelbaumfürsten warfen ihn hinaus wie Abfall. Sie nahmen sich auch die wenigen Münzen, das sollte ich nicht noch dazu sagen. Erst gegen Abend kehrte Jordans Gehör zurück und mit ihm kam auch ein Gedanke, der Gedanke an Rache.
Als ich ihn 10 Jahre später traf, war dein Onkel ein recht passabler Kämpfer, aber das war er damals noch nicht. Er wusste, dass die Wachen kurzen Prozess mit ihm machen würden. Würde er sich auch nur in ihre Nähe wagen. Deshalb musste er einen anderen Weg finden, seine Rache zu bekommen. Jordan war schon immer ehrgeizig gewesen, aber der Hass trieb ihn nun an wie nichts anderes je zuvor. Und was als nächstes passiert? Als nächstes habe ich genug von dieser Unterhaltung. Zieh dich. Das geht nicht, du kannst mich doch nicht an dieser Stelle hängen lassen. Ich kann machen, was ich immer ich will. Sieh zu, dass du Land gewinnst, ich habe noch andere Dinge zu tun. Was für andere Dinge? Ich kümmere mich darum. Ich mache alles, was du willst, nur bitte erzähl mir die ganze Geschichte. Scheiß auf deine Dinge. Verdammt, bist du nervtönig. Bitte, 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 bitte. Von mir aus, halt doch endlich die Klappe. Sag mir einfach, was getan werden muss, du wirst es nicht bereuen. Hier, greif dir diese Schaufel. Ein ziemliches Drecksteil, aber sie wird reichen. Hinter meinem Haus gibt es Tonvorkommen. Geh dahin und grab etwas Ton für mich ab. Bin schon dabei, Boss. Schön, wir stehen auf dem Feuer. Unser Zustand ist übrigens nicht sehr gut. Schaufel. Gut. Wie war das? Ausrüsten ablegen, kategorisieren, Gegenstände sortieren. Wir machen das jetzt mal auf die 2. Nein, nicht hier. Da ist ein Fell. Hinterm Haus. Ah ja, da. Was ist das denn? Seltsames Holzriechen. Das sind noch mehr davon. Ja, du arbeitest ja auch. Es reicht. Grabeton ab 1 von 2, ach so. Neues Gebäude freigeschaltet, Materiallager. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Hey Junge. Und, hast du ihn? Ja, hier ist der Ton, den du wolltest. Erzählst du die Geschichte jetzt zu Ende? Schon gut, schon gut. Also, wie ich bereits sagte, war Jordan damals kein besonders guter Kämpfer. Er hatte kein Geld und keine Verbindung, aber er hatte eine Sache, eine ungewöhnliche Gabe. Siehst du, Jordan war schon von Kindesbein an ein außergewöhnlich begabter Lügner. Keine schwitzigen Hände, keine schwankende Stimme, eigentlich nichts, was ihn verraten würde. Ruhiger, gleichmäßiger Atem, Augenkontakt die ganze Zeit. Am Ende konnte er mit jeder Art von Druck fertig werden, selbst in den verrücktesten Situationen. Aber das war nicht von Anfang an so. Damals musste er nicht unter Druck lügen. Es war keine Belastung für ihn. Er tat es so selbstverständlich wie atmen. Er hatte einfach überhaupt kein Schuldgefühl. Er schmiedete einen Plan. Ein Plan, der so unfassbar bescheuert und an den Haaren herbeigezogen war, dass es schwerfällt zu glauben, dass er tatsächlich funktioniert hat. Als erstes hat er den Schneider der Stadt dazu gebracht, ihn vollständig neu einzukleiden. In Kleidung, die nur den reichsten Adligen vorbehalten war. Die feinsten Stoffe, seidene Fäden, der ganze Schnickschnack, entsetzlich teuer. Aber wie konnte er sich das alles leisten, willst du jetzt sicher fragen? Ganz einfach, er hat nicht dafür bezahlt. Also hat er einfach gestohlen. Das habe ich nie behauptet. Jordan war kein Dieb. Zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Davon abgesehen habe ich die verdammte Geschichte dann schon zu Ende erzählt. Neu eingekleist reiste Jordan zum Schloss des Königs dieses Reichs und ging hinein. Schon gut, jetzt weiß ich, dass ich dir das alles nur ausdenke. Es ist einfach unmöglich. Aha, du hast völlig recht, das ist es. Schon der Gedanke daran ist reiner Wahnsinn, aber Jordan, er marschiert einfach hinein. Ich kann dir nicht verübeln, dass du mir nicht glaubst. Verdammt, ich würde mir selbst nicht glauben, wenn ich nicht genauso etwas später hunderte Male mit eigenen Augen von ihm vor ihm gesehen hätte. Jedenfalls, er spazierte einfach so ins Schloss hinein und als er dort war, da setzte er seinen Plan in die Tat um. Und dieser Plan war, mit seiner Frau zu schlafen. Wessen Frau? Die des Königs. Also die Königin. Richtig. Also nur, damit ich das richtig verstehe, sein Plan war es, ins Schloss zu gelangen und mit der Königin zu schlafen. Ganz genau. Du hattest recht, das ist der absurdeste, bescheuerte Plan, von dem ich je gehört habe. Ich habe es dir gesagt, aber der Plan hat blendend funktioniert. Ich verstehe es immer noch nicht, was hat funktioniert? Was hat er damit erreicht? Nachdem sie sich geliebt hatten, zog Jordan sich wieder an und versprach der Königin, dass er ihnen ein paar Erfrischungen holen würde. Damit verließ aber sein Untergewand absichtlich neben dem Bett zurück. Dann suchte er sich einen Machtmann des Königs und sagte ihm, dass er gesehen habe, wie sich die Königin zusammen mit einem verdächtigen Fremden in eine Kammer geschlichen habe. Der Wachmann stürzte in den Raum und fand dort die Königin nackt im Bett mit der Kleidung eines fremden Mannes neben sich. Als treuer Diener erstattete der Wachmann natürlich sofort dem König selbst Bericht. Dieser war außer sich vor Wut, wie du dir sicher vorstellen kannst. Er konnte wohl kaum seine Frau bestrafen, das hätte er seinem Ruf geschadet. Aber er konnte sich ihren Liebhaber vornehmen. Leider hatte Jordan das Schloss zu diesem Zeitpunkt längst verlassen. Auf dem Rücken einer prächtigen Stute, die er sich aus dem Stall geliehen hatte,
später in den Sommeruntergang davon. Das ergibt für mich alles immer noch keinen Sinn. Weißt du, der König konnte den schamlosen Verführer nicht auf frischer Tat ertappen. Aber er konnte versuchen, ihn aufzuspüren. Dafür gab es, abgesehen von dem Untergewand und einer süßen Erinnerung für die Königin, nur einen Anhaltspunkt, sein Name. Nicht sein wirklicher Name natürlich, der Name, den er benutzt hatte, um sich der Königin vorzustellen. Der Herr der Apfelbäume. Ha, genau, jetzt hast du es verstanden. Ha, das ist unglaublich, der Kopf dieses hohen Herrn hat sich sicher kurz darauf von seinem Körper verabschiedet. Er wurde nicht umgebracht, das wäre nicht Jordans Stil gewesen. Die Königin flehte um sein Leben, also warf der König ihm in den Kerker, wo er seine letzten Tage verbrachte. Jordan war einfach erstaunlich. All das mit nichts als seinem Verstand und seiner Überzeugungskraft. Diesen hohen Herrn hat er gezeigt, dass er ihn besser nicht hintergangen hätte. Nicht, dass du jetzt den falschen Eindruck gewinnst, was seine Beweggründe angeht. Jordan hat sich diese ganze Mühe nicht nur gemacht, weil er selbst einmal schlecht behandelt worden war. Du musst wissen, dass dieser Apfelbaumfürst grausam und gnadenlos war. Er misshandelte alle seine Untergebenen. Er tötete aus Spaß, vergewaltigte zum Zeitvertreib. Die Leute nannten ihn auch den Waschmann, weil er sich zur Angewohnheit gemacht hatte, die Bastarde, die ihm geboren wurden, direkt nach der Geburt im See zu ertränken. Wie ungewollte Kätzchen. Jordan musste ihn aufhalten und das tat er. Aber das ist noch nicht das Ende dieser Geschichte. Nachdem der Herr des Apfelbaumguts gefangen genommen worden war, musste jemand seinen Platz einnehmen. Er hatte keine rechtmäßigen Erben. Aber dann auf verblüffende Weise zu ganz genau dem richtigen Zeitpunkt erschien ein entfernter Cousin auf der Bildfläche. Ein reizender junger Mann mit zwei unterschiedlich gefärbten Augen. Du nimmst mich doch jetzt auf den Arm. Er machte sich das Hab und Gut seines verurteilten Verwandten mit Leichtigkeit zu eigen. Aber Jordan wollte nichts davon. Nicht für sich selbst. Also nahm er nur drei Beutel mit Münzen an sich und überließ den Rest den Arbeitern. Die konnten ihr Glück kaum fassen. Wahrscheinlich verehren sie ihn dort immer noch. Oh, und noch eine Sache. Warum drei Beutel? Das fragst du dich sicher. Ganz einfach. Einen für den Schneider, einen für den Stallburschen, von dem er das Pferd hatte, und den letzten für sich selbst. Mit genau der Summe, die er mit seiner Arbeit in der Plantage hätte verdienen sollen. Ich sagte dir, Jordan war kein Dieb. Und das war alles. Er stieg auf seine prächtige Stute und verließ das Reich auf zu neuen Abenteuern. Zumindest ist das die Geschichte, wie er sie zu uns erzählen pflegte. Also kann es gut sein, dass nichts davon wahr ist, ha. Aber so war das nur einmal mit Jordan. Jetzt verstehe ich, was du und Unigost gemeint habt. Er klingt tatsächlich, als könnte es ihm gar nicht geben. Mir ist nie wieder jemand wie er begegnet. Versteh mich nicht falsch, er hatte seinen Fehler. Aber die Dinge, zu denen er fähig war, seine Zunge kann nicht nur silbern, sie muss aus reinem Gold gewesen sein. Warte. Du hast mir gar nicht gesagt, was denn nun eigentlich der Sinn und Zweck der glorreichen Fünf gewesen ist. Oh, ich dachte, das wäre mittlerweile offensichtlich. An diesem Tag wurde nämlich Jordans Mission geboren. Er wusste, dass er verwöhnte und verdorbene Reiche und Mächtige, ganz wie diesen hohen Herrn, an vielen Orten gibt. Sie saugen dem einfachen, hart arbeitenden Volk das Leben und die Würde aus, und er wusste nur, dass er es mit ihnen aufnehmen konnte, zumindest ein Stück weit. Also war es genau das, was er anfing zu tun, korrupte Amts- und Würdenträger stürzen und dem Volk etwas zurückgeben. Er klingt wie ein Held, ein richtiger Held. Also, es war nicht so, dass, ich denke, das kann man so sagen. Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich der Meute angeschlossen hast? Jordan arbeitete allein, bis er Unigost traf. Die flinken Finger dieser kleinen Ratte halfen da weiter, wo Jordans Zunge nicht ausreichte. Und dann brauchten sie eben noch jemanden, der auch über die anderen Talente verfügte, die ihnen fehlten. Stärke, Männlichkeit, Mut und Tapferkeit, Unabhängigkeit, Rechtschaffenheit. Richtig, ich glaube, ich verstehe. Also suchten sie sich den Besten, den es gab. Ich hatte gerade etwas Zeit zwischen zwei Anstellungen. Also versuchte ich es mit ihnen und schlagartig fing die Meute an, wirklich etwas zu bewegen. Aber ich prahle nicht gern. Oh ja, das ist mir aufgefallen. Bescheiden wie ein Veilchen. Schön, dass es dir gefallen ist. Aufgefallen ist, jemand, der so talentiert ist wie ich, der hat es gar nicht nötig zu prahlen. So wie die Sonne nicht beweisen muss, dass sie hell ist. Wie dem auch sei. Ich habe jetzt schon mehr zu dir gesagt, als zu allen anderen in den letzten 5 Jahren. Also wird es Zeit, dass du verschwindest. Und wenn es nach mir geht, kommst du nicht wieder. Nie wieder. Es war mir eine große Freude und eine wahre Ehe. Ja, von mir aus. Jetzt sieht es so, dass du Land gewinnst. Und als Dank dafür, dass er meinen Aufenthaltsort verraten hat, bringt Unigost doch die seltene Köstlichkeit von mir. Er mag sie besonders gern. Ohrfeigen. Willst du, dass ich ihm ins Gesicht schlage? Stottere ich etwa? Nein, Herr, natürlich nicht. Zu Befehl, ich bin schon weg. Apropos weg, ich würde gern schlafen. Nee, ich würde gern schlafen. Herr Junge, hast du auch ein Bett für mich? Ja, das sieht gut aus. Heißt das, ich soll mich mit dem matschigen Leben wieder zurückbewegen? Gib mir mal die Filter. Ich suche eigentlich die Tiere. Wolf, gut. Ist hier direkt um die Ecke.
Der wurde also direkt hinterm Wolf. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Gar nicht. Ich müsste im Prinzip, was? Nach Westen gehen. Halt. So in die Richtung. Wie kann man eigentlich speichern hier? Spiel speichern. Ich mache mal einfach einen neuen Speicherstand. Den nenne ich 2. nur sicherheitshalber, falls das halt schief geht. Ich hoffe, die Wölfe warten jetzt nicht auf uns. Toll. Also diese Reisemechanik, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden damit. Du kannst nirgendwo schlafen. Enter, okay. Kannst jetzt mal bitte trinken. Gut, dann lass es halt. Wildschwein, die sind auch gefährlich gerne. Wo ist das jetzt wieder? Okay, wir müssen ein bisschen südlicher uns halten. Wir könnten jetzt eigentlich Richtung Borovo gehen. Ist das die richtige Richtung so? Ja. Ja, also das mit der Reise. Ich kann ja nicht schnell reisen. Ich kann ja nicht sagen, gehe nach Grovia. Das ist nur ein Wegpunkt. Das bringt mir nichts. Wie kann ich denn eigentlich den Wegpunkt entfernen mit F? Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie zu reisen. Rechte Maustaste funktioniert. Also ich muss halt wirklich gehen. Was ist das für ein Weg? Wieso ist hier ein Weg? Achso, das ist der nach Baranica geht. Gewicht 20 Kilo. Lux. Fuchs. Alles zum Glück nicht so teuer. Gefährlich. Seeadler, das ist eigentlich, sollte eigentlich auch eher harmlos sein. Hirsch, viele Blümchen hier. Also zu Deutsch, also Wölfe und wahrscheinlich auch Bären, Bären, nicht die Bären selber, können gefährlich werden. Gut zu wissen. Zum Glück hatten wir noch ein bisschen Speer dabei, sonst hätten wir das nicht überlebt, schätze ich mal. Falke. Okay, da vorne ist das Dorf. Bringe Unigost die Ohrfeige. Mhm. Where would you like to be buried? Redest du mit dir selber, Junge? Oh, it's you again. Ja, ja. 40 nur. Nach Gostovia, echt? Ja, dann machen wir das. Wenn es nur 40 sind, dann ist das ja easy. So, da ist unser Bett. Wo endlich pennen? Ja, mach mal. So, einen Tag haben wir noch, dann war es mit dem Sommer. Hm? Hervorragend. Und diese Personen, die man da an der Leiste sieht, sind dann die möglichen potenziellen Personen, die man... Du bist schmutzig. Wieso bist du schmutzig? Von was? Die Wölfe waren das. Ich war das nicht. Hey Junge. Es ist immer schön, dich zu sehen, Razimir. Unigost, hallo. Ich habe mich mit Sambo unterhalten. Er ist ein wahrer Schatz, nicht wahr? Machst du Witze? Er ist der furchteinflößende Mensch, den Baby... Der süßeste Schatz von allen, wie ein Glas Honig. So ist er, unser Sambor. Ich verstehe, er hat mir allerdings von meinem Onkel erzählt, diese Geschichte vom Herrn der Apfelbäume.
Er ist unerwartet gut darin, Geschichten zu erzählen, nicht wahr? Ja, das ist er wirklich. Ich war richtig überrascht. Einmal hat er, ich schwöre es dir, ein ganzes Jahr lang kein Wort gesagt. Aber als wir dann am Feuer saßen, da hat er sich plötzlich an irgendeine Anekdote erinnert. Er lachte auf und fing an zu erzählen, wurde von einem vollkommen Stummen zu einem wahren Baden. Seine Erzählung war so fesselnd, es war fast unmöglich, ihn nicht zuzuhören. Er machte sogar unterschiedliche Stimmen nach, aber sobald er fertig war, wurde er wieder still. Ich habe diesen Teil seiner Persönlichkeit nie ganz verstanden. Ein Schauspieltalent, das im Körper eines Bärenbändigers gefangen ist. Er hat mir übrigens gesagt, dass ich dir etwas geben soll. Hat er, und was ist das? Eine Ohrfeige. Ja, das klingt nach Sambo. Und? Hast du auch vor zu liefern? Willst du, dass ich es tue? Das geht leider nicht. Ich fürchte, ich habe sie irgendwo unterwegs verloren. Kluger Bursche. Aber wenn er nachfragt, dann sagst du ihm, dass du mich glatt bewusstlos geschlagen hast. Auch rein aus Neugierde, was hat dir Sambo darüber erzählt, wie er zu einem Teil der Meute geworden ist? Er hat gesagt, dass sie nach dem bestmöglichen Kandidaten gesucht haben, dass er die naheliegendste Wahl war. Ja, das klingt wie etwas, das er sagen würde. Naja, das ist nicht die Wahrheit. Es war offensichtlich gequirlter Blödsinn. Es ist keine angenehme Erinnerung, aber ich glaube, dass du es verdient, die ganze Geschichte zu hören. Oh nee, danke, bitte nicht. Wir haben ihn nicht rekrutiert, nun ja eigentlich schon. Jordan hat das getan, aber wir hatten keine Wahl. Nachdem Jordan und ich damit anfingen, uns zusammen der Mission zu verschreiben, da waren wir recht erfolgreich. Alles lief glatt, schon fast zu glatt. Wir vollbrachten viele gute Taten, brachten das verdiente Lächeln auf viele geschundene Gesichter zurück. Das war der Moment, in dem wir anfingen, unvorsichtig zu werden. Es gab eine geheime Gilde, die von einigen hochrangigen Rittern Baronen gegründet worden war. Wir nannten sie die Verkäufer. Herzlose Bastarde. Am besten verdienten sie an lebender Ware. Und nein, ich meine nicht Tiere. Bitte sag nicht, es waren. Sklaverei war im Reich streng verboten. Die Königin bestand darauf. Nur, die Verkäufer machten ihre eigenen Regeln. Sie sperrten Menschen ein wie Vieh, vor allem Frauen und Kinder dazu, verdammt in ihrem feuchten Verliesen gegen Ratten, um magere Nahrungsrationen zu kämpfen. Der Gilde war die bloße Menge wichtiger als deren Zustand. Krankheiten interessierten sie nicht. Wunden versorgten sie nicht. Ich glaube, mir wird schlecht. Manchmal dauert es Tage, bis sie die Toten aus den Käfigen holten. Die Stärksten überleben oder eher die Ärmsten überdauern. Es war einfach schrecklich und wenn du mich fragst, hatte die ganze verdammte Gilde einen langsamen und schmerzhaften Tod verdient. Aber das war nicht unser Weg. Jordan machte es vom ersten Tag an klar. Wir durften niemals ein Leben nehmen. Das war die wichtigste Regel von allen. Jedenfalls, wir konnten alle befreien. Wagen voller gebrochener Menschen, selbst die Pferde hielten ihre Köpfe gesenkt, trauernd beschämt. Die Verzweiflung in der Luft war noch giftiger als der Gestank nach verwesenem Fleisch und inmitten all dessen vernachlässigten wir unsere eigene Sicherheit. Die Söldner erwischten uns und brachten uns in eine Folterkammer. Ja, stell dir vor, an diesem grauenhaften Ort gab es einen noch grauenhafteren Ort. Unglaublich. Die Verkäufer waren nicht in Stimmung für Geduldsspielchen, also schickten sie sofort ihre schlimmsten Folterknecht. Das Grauen packte mich, ließ mich völlig versteinern, ich konnte kaum atmen. Jordan sagte kein Wort, sah mich einfach nur an. Seine Augen wirkten ruhig, aber aufmerksam. Ich verstand, dass er wollte, dass ich ebenfalls ruhig blieb, aber ich konnte nicht. Er kam zuerst dran. Der Folterknecht schnallte Jordan an einen Stuhl fest und prügelte auf ihn ein. Seine Fäuste waren wie Schmiedehämmer. Jeder Schlag hinterließ eine blutende Wunde und gebrochene Knochen. Innerhalb kürzester Zeit war Jordans Gesicht nicht mehr wiederzuerkennen. Der einzige Vertraute inmitten dieses blutigen Fleischpreis war sein Lächeln. Das war einer der Momente, in denen ich mich fragte, ob er überhaupt ein Mensch ist. Der Folterknecht begriff recht schnell, dass er es bei einer so einzigartigen Kreatur mit anderen Mitteln versuchen musste, also holte er sein Messer. Das war der Augenblick, in dem Jordan anfing zu sprechen. Er machte ihm Angebote, eines nach dem anderen, aber der Folterknecht machte einfach damit weiter, seinen Oberkörper einzuritzen, als würde er ein Stück Fleisch fürs Braten vorbereiten. Da war so viel Blut, ich konnte es beim Atmen schmecken. Ich wünschte mir, ich würde das Bewusstsein verlieren, einfach vor all dem weglaufen, weit weg, aber mein Herz schlug so heftig, dass es mich wach hielt. Das ist entsetzlich. Plötzlich hielt der Folterknecht inne, er blickte zwischen mir und Jordan hin und her. Er sagte nur diesen Einsatz: Wenn du lügst, dann mache ich dasselbe mit ihm. Ich war kurz davor, mich zu übergeben, aber Jordan nickte nur. Also band er uns beide los und verhalf uns zur Flucht. Dabei begegneten wir einigen weiteren Söldnern, alle schwer bewaffnet. Keiner von ihnen hielt uns auf, selbst sie hatten Angst vor diesem Kerl. Wir entkamen lebendig. Es dauerte viele Wochen, bis Jordans Wunden zu heilen begannen und selbst danach war er so voller Narben, dass es aussah, als hätte jemand versucht, ein Kettenhemd auf seine Haut zu sticken. Aber wir waren dem Tod entronnen und sein Sendbote wurde einer von uns. Der Folterknecht, das war Sambo, nicht wahr? Ja, mir fehlen die Worte. Es tut mir so leid, dass er euch das angetan hat. Dafür gibt es keinen Grund. Der Weg, den wir beschritten, wir hatten ihn selbst ausgesucht. Wir kannten das Risiko. Wie konntet ihr so einen Menschen in eure Gruppe aufnehmen? Denkst du, ich wollte diesen Mordgesellen in meiner Nähe? Tagelang habe ich kein Auge zugemacht. Ich habe es nicht gewagt, ihm den Rücken zuzukehren. Habe jeder seine Bewegung genau beobachtet. Warum habt ihr ihn dann nicht einfach weggejagt? Das ist ganz einfach. Jordan hatte es ihm versprochen.
Er versprach ihm die einzige Sache, die diesem Rohling etwas bedeutet. Und das war Geld. Viel mehr als die Gilde ihm bezahlte und ein Anteil an der Beute von jedem unserer kommenden Raubzüge. Hätte sie ihn nicht einfach ausbezahlen können oder weglaufen? Das war nicht Jordans Art. Er war ein meisterlicher Lügner, aber wenn ihr jemand wirklich sein Wort gab, dann blieb es dabei. Davon abgesehen fanden wir später heraus, dass Sambo nicht von Natur aus böse ist. Er war einfach ein Söldner, tat das, wofür man ihn mal bezahlte, befolgte Befehle. Jordan verbrachte viele Stunden damit, sich mit ihm zu unterhalten, ihm unsere Verhaltensregeln zu erklären. Sambo hat nie auch nur eine einzige davon gebrochen, niemals. Das ist unglaublich, euer Leben meine ich. Ich glaube, das wäre alles zu viel für mich gewesen. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass dir vieles davon auch niemals zustoßen wird. Ich habe vieles erlebt und nach all den Jahren ist die Sache, die ich dir am meisten wünsche, dass du ein langweiliges und beständiges Leben haben wirst. Verglichen mit deinen Geschichten klingt ein langweiliges Leben wirklich angenehm. Dann habe ich eine besondere Bitte an dich, die dir dabei helfen wird, diese Langeweile zu kultivieren. Überraus damit, womit kann ich helfen? Du musst Ida in Borovo für mich finden und meine Sense von ihr zurückholen. Sie ist so gut wie erledigt. Unigoths Geschichte 1. Hole Unigoths Sense von Ida zurück. Wie können wir uns sauber machen? Warte mal. Der Ort ist hier zum Glück nicht so weit entfernt. So, wie ist das? Trinken? Es geht nur trinken, echt? Und wenn du trinkst, wirst du nicht sauberer. Okay. Wie kann ich mich waschen? Ich wette, das kommt dann, wenn ich es gemacht habe, kommt dann die Erklärung, wie ich es hätte machen können. Zieh mal deine Kleidung aus. Sonst sehe ich ja hier nichts. So. Anscheinend sind wir jetzt sauber. Okay. Nein, Zeb gibt es hier nicht. Gut. Kommen wir einen dahin. Ja, das mit den Steinmessern, ich weiß nicht. Es kostet ja relativ viel Zeit. Und die Tage gehen eh rum wie nix. Ich meine, jetzt ist noch Mittag. Aber wenn ich mir überlege, da mit dem Sambo, das ging ja ratzfatz, waren wir da durch. Den Tag. Warte mal, da oben irgendwo. Anscheinend ist sie das. Hallo, kennen wir uns? Hallo Ida, ich bin wegen Unigoths Sense hier. Du kannst dich gleich vom Acker machen, Kleiner. Ich habe sie anständig und ehrlich gewonnen. Gewonnen? Ach, die kleine alte Schlange hat dir das wohl vorenthalten, Das war ja klar. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Sie hat mir nur gesagt, dass ich seine Sense zurückholen soll. Sie ist jetzt meine Sense. Schon gut, entspann dich. Was muss ich tun, um deine Sense zu bekommen? Du kannst sie mir natürlich abkaufen oder wir können darum spielen. Von was für einem Spiel reden wir hier? Dasselbe Spiel, bei dem Unigoths sein ganzes Geld und seine Sense verloren hat. Haha, ein Rätselspiel. Wie wird das gespielt? Es ist ganz einfach. Ich stelle dir drei Rätsel und du musst sie alle richtig beantworten. Ein einziger Fehler und das Spiel ist vorbei. Du gewinnst, du bekommst die Sense. Und wenn ich verliere? Ich will bei deinem ersten Versuch mal sanft mit dir umspringen. Wenn du verlierst, schuldest du mir nichts. Du verlierst aber die Möglichkeit, die Sense umsonst von mir zu bekommen. Das klingt fair. Immer hier mit dem Rätsel. Erstes Rätsel. Was verschwindet, sobald du seinen Namen sagst? Staub, ein kleines Mädchen, ein Baum, Wind, Stille. Richtig. Bist du bereit für das nächste Rätsel? Hier ist es schon. Füttere mich und ich lebe, aber gib mir zu trinken und ich sterbe. Was bin ich? Ein Pferd. Ein Schatten. Was? Feuer. Oh, du bist gut, schon viel besser als der große Herr Castellan. Aber kannst du auch dieses letzte Rätsel lösen? Hör genau zu. Ich kann fliegen, aber ich habe keine Flügel. Ich kann weinen, aber ich habe keine Augen. Wohin ich auch gehe, es folgt mir Dunkelheit. Was bin ich? Ich kann fliegen, aber keine Flügel. Ich kann weinen, aber keine Augen. Wohin ich auch gehe, es folgt mir Dunkelheit. Wolke. Verdammt, du bist schlau. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst die bescheidene Sense eines alten Mannes. Was will man mehr? Vielen Dank für das Spiel. Ich hatte Spaß dabei. Mach's gut. Ich dachte schon, du hättest eine Herausforderung für mich parat.
Okay, eins. Verwaltung der Dorfbewohner. Management. Um eine florierende Dorfgemeinschaft aufrechtzuerhalten, müssen alle etwas beisteuern. Deine Dorfbewohner können eine Arbeit übernehmen, indem du sie einem bestimmten Gebäude zuweist. Sobald sie 18 Jahre oder älter sind, das kannst du die Dorfbewohnerverwaltung im Management-Menü benutzen. Nachdem ein Arbeitsplatz besetzt ist, kannst du das Gebäude im Gebäudeverwaltungsmenü auswählen und in den Gebäudedetails die Produktion einstellen. Jo. Hey Ida. Hallo. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich könnte wirklich deine Hilfe eines starken Mannes gebrauchen. Natürlich würde ich dafür bezahlen. Betrachte mich als interessiert. Ich muss meine Familie ernähren, aber unsere Vorräte sind erschöpft. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das sollte nicht schwer sein. Bin gleich wieder da. Münder zu füttern. Was ist das jetzt für das Quest? Ja? Nebenquest. Abliefern in Ida. Fleisch X3. Guten Tag, Sobislava. How are you? Romantik. Du bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Ich habe mich in dieses Land verliebt. Wie gefällt es dir? Der heutige Tag ist für mich ziemlich ermüdend, aber dennoch erfolgreich. Wie läuft dein Tag? Mach dich nicht über mich lustig, aber meine Lieblingstiere waren schon immer Hühner. Do you have any gossip? Ist schon in Ordnung. Die Felsen sind fruchtbar. Die Wälder voll von Wild. Die König ist. Was kümmert es mich? Könige herkommen und kommen und gehen. Ich kümmere mich mehr um die Feldarbeit als um die Staatskunst. Okay, nicht so wichtig. Mach's gut. Guten Morgen, liebe Nachbarn. Ach, das war's schon gut. Jage Wildschwein oder Fuchs. Nur mal interessenshalber. Können wir was anderes als Holzspeer herstellen? Das kann doch nicht sein. Wieso können wir nur Holzspeere herstellen? Warte mal. Wir haben doch irgendwas. Wir können doch neue Gebäude bauen. War davon nicht eins eine Werkstatt? Schnaufi. eine Werkstatt. Vielleicht kann man damit hier was Effektiveres als einen Speer bauen. Da brauchen wir auch den. Brauchen wir nicht dafür den Hammer und die Axt oder so? Was haben wir denn? Hammer? Gib mir mal den Hammer. F. Eine Holzaxt haben wir nicht, oder? Steinspitzhacke, das bringt mir nichts. Nee. Steinaxt. Achso, 8%. Okay, das ist, da kommen wir wahrscheinlich nicht sehr weit. Warte mal, gehen wir nochmal ins Inventar, den Holzhammer. Auf die 3. Die Steinaxt. Achso, wir haben 2 Steinäxte. Okay. Gut. Wie war das jetzt wieder mit dem Bauen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ah, das ist auch hier oben, okay. Häuser, Gewinnung, Überleben, Landwirtschaft, Tierhaltung, Produktion, Dienstleistung, Lager. Werkstatt 1. Ach, Schande. Gut, ja. Dann bauen wir hier mal unser eigenes Dorf. Nein, das war schon richtig. Wie ist das platzieren mit der linken Maustaste? Wasch, Reach Camp Development Level. Reach Hermitage Development Level. Gut, und nur? Also, jetzt brauchen wir eine andere. Gut, was brauchen wir? 10 Steine. Wo kriege ich jetzt die Steine her? Ich habe da überall Messerchen draus gebastelt. 1. 2. 3. Vier. Weißt du nicht bei 5 sein? Wahrscheinlich auch egal. Okay, Steinsuche ist tatsächlich nicht so einfach. Nee, das ist offiziell kein Stein. Das ist wieder die Kaninchen, okay.
kann doch nicht sein. Warte mal. Hier ist noch was. 6. 7. 8. Da haben wir noch 2. Sehr schön. Nee, warte mal. Du hast den Stock genommen. Nicht den Stein. Und wir nehmen gleich mal ein paar mehr mit. Wenn wir welche finden zumindest. Also die erste Person, die wir anstellen, wird ein Steinsammler. Gut. Ja, das wird nur das Fundament sein. Ja, ja, der Hammer. Siebzehn Prozent. 8 Holzstämme. Bräuchte so ein Travar oder sowas. Ja, weiter, komm. Nur weil die kaputt ist, heißt das nicht, dass wir fertig sind. Nicht bewegen. Ist wichtig. Warte. Holzstamm. Tja. Wir brauchen die Bäume. Jetzt. Wenn sich das Ding noch bewegt, dann wird das nichts. Tragen zu viel. Das ist der Dauerzustand, Junge. Der Tag scheint auch so langsam, habe ich das Gefühl, zur Neige zu gehen. Und damit auch der Sommer. So. Das reicht gerade. Ist das dann der Rest oder brauchen wir da noch viel anderes, viel mehr? Noch ein Holzstamm. Ach ja. Ja, das gibt nur Zweige. Das bringt mir nichts. Die müssen wir auch mal wachsen lassen. Das wird wahrscheinlich noch 10 Jahre dauern. Dann nehmen wir jetzt mal eine Fichte. Fallen die Nadeln, Junge. Aber ich sag mal so, deine Frisur kann das ja nur gut tun. Ja. Habe ich was übersehen? Gab es jetzt nur 3, echt? Okay. Anscheinend geben Fichten nur 3 Holz. Nee. Halt oben. Stroh. Das ist kein Stroh, oder? Das zählt nicht als Stroh. Doch, Reed. Ey, ja, Twitter. Alter, das war zu viel, aber das macht nichts. Ah, immer schön dranhämmern. Das war natürlich nur die eine Seite. Haha. Gut. Reicht. So, das ist nun... Ugh. Okay, wir brauchen also nochmal 16. Zwölf, 13, 14, 15, 16. Gut, 17. Wo
Und dann noch. Dann brauchen wir noch. Nee, das ist dann nur Stroh hier, okay? Das war nur hinten, wo du das Holz brauchtest. Hahaha. Brauchen wir noch einen Baumstamm. Wir haben nicht zufälligerweise einen in der Kiste gelagert. Nee, sieht nicht so aus. Ja, dann wir können ja auch da drüben den Wald noch plündern. Das geht ja auch. Na gut. Die Jagdhütte, die klingt natürlich auch interessant. Mensch. Gravitation ist hier nicht so... Gut. Ja, komm, nehmen sie alle mit. Haben wir alle? Sieht so aus. So, ne? Achso. Verwenden. Was können wir denn da bauen? Aus Weide und Holz, Vase mit Blumen. Ja, okay, das war nicht das, was ich dachte. Gut. Dass man da vielleicht Pfeil und Bogen macht. Ansonsten gab es doch. Gab es nicht die Jagdhütte? Das sieht doch nach Pfeil und Bogen aus. Hervorragend. Wir haben jetzt hier drüben sowieso Platz. Gut. Zumindest können wir das Fundament schon mal anfangen. Ja, weil nur deswegen anfangen, weil das müssen wir in der nächsten Folge weitermachen. Dann bauen wir mal die Jagd, also unser Dorf wird. Okay, jetzt haben wir uns zumindest mal die ganzen Storys angehört von den Spezialisten. So, du trinkst doch mal. Wobei, ist eigentlich auch egal. Du kriegst jetzt auf jeden Fall nichts zu essen. Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, gehen wir sowieso die nächste Jahreszeit am nächsten Tag. Wir werden versuchen, noch am Abend jetzt noch den Rest des Hauses zu bauen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wie schon gesagt, da drüben sind noch viele Bäume. Genau. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir dort Pfeil und Bogen herstellen können. Sehr schön. Danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.